Das Verfahren gegen einen der mutmaßlichen Augsburger Polizistenmörder wird abgetrennt. Der Angeklagte bleibt aber vorerst in Haft. Ein Gutachter hatte den Parkinson-kranken Raimund M. mehrmals untersucht und bis zuletzt festgestellt, dass der Angeklagte nicht verhandlungsfähig ist. Er sei zu krank, um dem Prozess zu folgen. Damit trotzdem gegen den Mitangeklagten Rudi R. verhandelt werden kann, wurden die Verfahren jetzt getrennt. Beiden wird gemeinschaftlicher Mord an einem Polizisten vorgeworfen. Wenn es Raimund M. besser geht, könnte weiter verhandelt werden. Wahrscheinlicher ist aber im Moment, dass ein Verfahren vorläufig eingestellt wird. Dann könnte der Angeklagte freikommen. Ein 15 Jahre altes Müllfahrzeug aus Würzburg tritt eine Reise nach Tansania an. In der Partnerstadt Mwanza wird es dringend für die Müllentsorgung gebraucht. Beladen ist das Fahrzeug mit weiteren Hilfsgütern wie Schulsachen und Feuerwehrkleidung. Das Müllauto ist frisch gewartet und vom TÜV abgenommen. Bereits 2008 wurde ein Fahrzeug nach Mwanza überführt. Dort fährt es immer noch. Nun kommt ein zweites hinzu. Würzburg ist seit 1966 Partnerstadt der tansanischen Stadt Mwanza. Aufregung bei den Flamingos im Bayreuther Tierpark Röhrensee. Neuzugang Wawel ist eine kleine Sensation. Nachwuchs ist bei Flamingos in Gefangenschaft nämlich ziemlich selten. Auch für die Bayreuther kam der Kleine überraschend, zumal seine Eltern schon seit über 10 Jahren im Tierpark leben und bislang keinerlei Anstalten gemacht hatten, um zu brüten. Die ersten Wochen hat Wawel noch im Stall verbracht. Inzwischen darf er aber auch nach draußen. Schließlich muss er sich ja schon mal an den nahenden Winter gewöhnen. Damit die Aufregung nicht zu viel wird, geht's nach dem Mittagsschlaf dann schnell wieder nach Hause.